Das ist Judith. So zumindest hat sie Lukas Cranach, der Ältere, gemalt. Der Jüngere übrigens auch. Das Vorbild allerdings war jene gottesfürchtige Judith, die in biblischen Zeiten unbewaffnet ins Heerlager des assyrischen Generals Holofernes marschierte und den Mann mit dessen eigenem Schwert enthauptete. Dieses Gewand allerdings sieht aus wie eine Robe aus Zeiten Luthers und keineswegs wie das einer Frau aus dem Alten Testament. Nanu. Die hätte völlig anders ausgesehen. Wir sind ja jetzt ungefähr 1500 Jahre später als die biblische Judith, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Aber wir sind jetzt hier in der Renaissance. Das ist hier jetzt ein Gewand aus der Renaissance und ein Gemälde von Lukas Cranach, dem Älteren. Und warum hat der das so gemalt und nicht anders? Lukas Cranach der Ältere und Lukas Cranach der Jüngere haben praktisch ein kleines Stück Frauenbewegung in ihre Malerei eingebracht. Es war ein unglaublich beliebtes Motiv, die Judith, bei beiden. Beide haben das Motiv immer gerne aufgegriffen und beide haben auch sehr gerne weniger bekleidet gemalt und damit auch gezeigt, was sie eigentlich gerne sehen würden und was sie gerne anstoßen würden. Nun ist aber die Judith doch recht vollständig bekleidet, in dieser Variante zumindest. Warum ist das ein Stückchen Frauenbewegung? Was macht die Judith in diesem Outfit zu einer Persönlichkeit der Frauenbewegung? Judith hat ein sehr burgunderrotes Kleid an, sehr, sehr auffällig. Das haben auch die Frauen der damaligen Zeit, die etwas bewirken wollten, getragen. Die sind aufgefallen, die wollten auffallen. Und Judith hat auf dem Gemälde ein Schwert in der Hand. Sie ist also selbstständig. Sie sorgt für ihr Volk, für ihre Stadt und für sich selbst. Und das war in der Renaissance natürlich, fing das dann an, dass auch Frauen Geschäfte geführt haben, wieder nach außen gegangen sind und sich durchgesetzt haben. Und das hat Cranach genau damit angesprochen und gesagt: Ladies, nehmt euer Schwert in die Hand, sorgt für euch selbst. Und auch die Gesetzeslage hat das dann immer weiter auch zugelassen. Die beiden schienen ihre Judith sehr geliebt zu haben. Ja, das haben sie. Und sie haben das auch in sehr vielen Gemälden gezeigt. Und die Frauen sehen auch immer anders aus. Also es scheinen auch ein persönlicher Bezug dazu gegeben zu haben. Vielleicht auch die aktuelle Geliebte, die Frau, jemand, den man sehr sympathisch gefunden hat. Und ja, die haben alle andere Gesichter, andere Outfits auch auf diesen verschiedenen Gemälden. Und da bestand auf jeden Fall ein Zusammenhang. Wie fühlst du dich in der Rolle der Judith? Gut, ich nehme auch gern mein Schwert in die Hand und sorge für mich selbst. Sollte jede tun.